und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Und vor allem herzlich willkommen zu meinem Nach-Weihnachten-Ich-habe-überlebt-Video. Ihr seht, ich bin lebendig. Ja, ich atme, ich niese nicht und gut, ein bisschen fühle ich mich. Das Käsefondue war wie jedes Jahr super lecker. An sich war Weihnachten schön. Unser Mini-Bäumchen, das wir dieses Jahr gekauft haben im Topf, das war auch toll. Also sah super geschmückt aus. Und Leo hat sich auch über seine Geschenke, glaube ich, gefreut. Also ich kann es nicht richtig einschätzen. Da ist er noch ein bisschen zu jung, glaube ich. Ja. Ich habe den Großteil meiner Geschenke, um ehrlich zu sein, benutze ich jetzt noch nicht. Aber die sind eher so für den Notfall, wenn mal mein iPod und so absacken, dass ich dann Backup-Geräte habe mit iOS 10. 10 war es. Entschuldigt. Ja, und das war's eigentlich, was ich euch jetzt so erzählen kann auf die Schnelle. Ich muss sagen, ich bin extrem müde und wie ihr vielleicht merkt, bin ich auch ein bisschen überdreht. Meine Mom und ich, wir essen jetzt gleich ein leckeres Ei. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, darauf freue ich mich jetzt schon voll. Und vielleicht esse ich meins mit viel Käse und Ketchup. Ja, und worüber ich mich auch gerade freue, ist, dass mein Papa frei hatte über die Weihnachtsfeiertage und dass wir Zeit miteinander verbracht haben. Wir haben hier und da mal zusammen ein bisschen was im Fernsehen angeguckt, haben uns hier und da eine Gameshow angeschaut und haben einfach Zeit zusammen verbracht. Und das ist irgendwie auch immer so toll, weil mein Vater ja sonst eigentlich unter dem Tag arbeiten muss. Und naja, eigentlich vom Prinzip hat sich für mich nichts geändert, weil ich ja eh immer aufstehe, wenn mein Vater das Schwein kommt. Okay, das war jetzt irgendwie eine doofe Aussage. Naja. Ja, und jetzt schätze ich, dass ich bald noch, ja, ich hoffe, dass ich jetzt noch zum Einkaufen irgendwie komme und ich warte immer noch auf ein Paket. Das hoffe ich, dass es noch ankommt vor Neujahr. Da sind so Smiley-Sticker drin, die hätte ich nämlich gerne noch bevor das Jahr endet. Obwohl auf der Lieferzustellung steht, dass die bis zum 2. Januar vielleicht noch brauchen. Drückt mir mal die Daumen. Ja. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Wir sehen uns dann am Freitag wieder und ihr werdet es nicht glauben, aber das ist kurz vor Jahresende. Und ja, wir sehen uns. Bis dann. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euer Weihnachten war. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter und Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmeier@outlook.com. Ich gehe jetzt noch mit meiner Mama und meinem Dad Ei essen. Das habe ich selbst gemacht mit Gemüse und so. Das wird voll lecker. Ja, und vor allem dieses Zusammensein wird toll. Ich bin auf dem Weihnachtswolken noch. Tut mir leid. Also, bis dann. Ciao.